Guten Morgen. So, ist jetzt 7:15. Ich glaube, das ist eine einigermaßen gute Zeit. Bin schon 15 Minuten wach. Hab einen Moment Zeit gebraucht, um mich zu motivieren, die Kamera in die Hand zu nehmen. Liegt noch im Sack. Und ja, boah, das ist natürlich unscharf ohne Ende. Einmal kurz versuchen, hier mal durch die Plane zu gucken, ob man das filmen kann. Ja, scheint zu funktionieren. So sieht es hier bei mir aus. Alles schön trocken geblieben. Sogar null Kondenswasser. Davon bin ich richtig begeistert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Von daher, man kann die Plane anfassen, ohne gleich nass zu werden. Meistens habe ich dann doch ja reichlich Kondenswasser an der Plane und darf entsprechend vorsichtig sein, dass ich nicht dran stoße, weil es sonst regnet. Ja, cool doch. Schlafen, ja, war in Ordnung. Hab schon besser draußen gepennt. Ist aber wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass ich ja nicht noch groß die Gegend erkundet habe. Normalerweise mache ich das ja, dass ich abends noch mal einen kleinen Spaziergang mache, um mir noch mal ein bisschen die Gegend anzugucken, um zu wissen, was ist da, was ist dort, was ist da, wenn irgendwelche nächtlichen Geräusche auftreten. Das habe ich diesmal nicht gemacht und deswegen habe ich ein kleines bisschen zweimal über seltsame nächtliche Geräusche etwas nachdenken müssen. Bleibt immer noch nicht ganz aus, auch wenn ich wirklich schon viele Nächte draußen war. Wenn ich nicht vorher die Gegend erkunde, dann kann schon mal vorkommen, dass es einem ein kleines bisschen mulmig wird. Ja, aber wie gesagt, nicht dramatisch und aufgestanden bin ich deswegen nicht. Gut, ich stehe jetzt auf, werde hier mein Lager halber umklappen. Das ist immer ganz gut bei dieser Variante vom Aufbau, dass man da so ein Halbdach draus machen kann. Dann hat man noch ein kleines bisschen Schutz, kann aber auch gut in Ruhe sitzen, aufräumen, sein Zeug erledigen. Ja, seht ihr dann ja. Ne? Machen wir gleich. Aber erstmal brauche ich nochmal 5 Minuten für mich und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt erstmal versucht, wach zu werden. Das ist jetzt so die halbierte Variante meines Unterschlupfs. Und es gibt Seasoned Onion Erdnüsse von gestern Abend, die noch übrig sind. Und da ich gestern deutlich weniger gefuttert habe als geplant, habe ich jetzt halt noch ein paar übrig. Nam, nam, nam. Zum Frühstück. Fragwürdig. Aber es gibt in diesem Wald auch, soweit ich sehen kann, keinerlei essbaren Pflanzen. Ich konnte ja auch mal schnell gucken. Da hinten ist ein Nadelwald, da gibt es erst recht nichts. Und ich bin hier in so einer kleinen Laubwaldinsel im Nadelwald. Ja, nochmal gucken. Seht ihr? Laubkronendach. Ja, was gibt es noch zu berichten? Ich werde jetzt gleich noch mein Wasser auffüllen gehen. Also nachdem ich gepackt habe und so weiter. Werde den Sawyer griffbereit lassen. Ich habe mir noch einen halben Liter ready to drink. Drink, nicht trink. Gib mal natürlich noch leer. Hätte noch einen halben Liter, nee, noch einen Liter aus dem Wasserhahn am Schloss von gestern. Ich glaube, da der trinkbar war, sonst wäre mir jetzt schon nicht mehr so gut.
nehme ich den Sohn mit, muss ich nicht so viel filtern und alles weitere wird gefiltert. So, ich habe jetzt mal ein bisschen die Karte gecheckt, aber erstmal, das hier ist ja mein Schlafsack, der Carinthia Tropen oder Carinthia, ich weiß nicht genau, wie man die Firma ausspricht. Jedenfalls hat der hier ein integriertes Mückennetz, das habe ich mal ausprobiert. Das Problem, wenn so warm ist, dass der Schlafsack ohnehin zu warm ist, wie heute Nacht. Also ich bin dankbar, dass ich einen Schlafsack dabei habe, definitiv. Mit nur meinem Schemmeck als Deckchen wäre das ein bisschen knapp geworden. Gut, klar, man hätte noch die Funktionsjacke anziehen können. Und dann Schemmeck um den Kopf. Das wäre vermutlich sogar noch so halbwegs gegangen, aber da schwitzt man dann doch ein bisschen und liegt im eigenen Saft. Und ja. Aber zum ganz Zumachen und dann das Mückennetz richtig einsetzen zu können, da war jetzt auch nicht unbedingt das entsprechende Wetter für gegeben. Man hätte dann vielleicht unten noch ein bisschen belüften können. Der hat ja einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Man kann also im Fußteil auch noch mal ein wenig aufmachen, sodass da eine gewisse Belüftung herrscht. Ich habe es mir lieber oben ein bisschen offen gelassen und dann halt die Arme rausgehängt. Das ging dann ganz gut. Von der Temperatur her hat ein Weilchen gedauert, bis ich das richtig rausgefunden habe, wie ich das am blödesten mache. Ist ja meine erste Nacht in dem Schlafsack gewesen. Ein Schlafsack und ich, wir müssen uns auch erstmal ein wenig kennenlernen. Aber auf jeden Fall sehr angenehmes Hautgefühl, sehr flauschig. Normalerweise ist flauschig ja nichts für Männer. Aber in diesem Fall. So. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, eben gerade die Karte gecheckt. Resultat, ich bin gestern doch immerhin wenigstens 18 Kilometer gelaufen. Also so entsetzlich peinlich ist es dann auch wieder nicht. Das hätte schlimmer sein können. Inklusive diverser Berge. Heute wären es, wenn ich jetzt schon am Dobel wäre, nochmal, Moment, 26 Kilometer nach Vorbach. Das werde ich, da ich jetzt noch zusätzliche 7 Kilometer bis zum Dobel habe, wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Andererseits habe ich ja jetzt Zeit. Es ist 20 vor 8. Da geht halt dann schon was. Da kann man dann auch mal noch ein längeres Päuslein einlegen. Und ja, mal gucken. Ich habe aber auch keine Lust jetzt bis in, was weiß ich, die Puppen so zu laufen, dass es jetzt wieder so spät wird, dass ich keine Zeit habe, mir mein Lagerplätzchen vorher anzugucken und nicht in Ruhe zu kochen. Wobei das mit dem Kochen, das ist größtenteils am Wetter gescheitert, weniger an Zeit. Dass ich dann irgendwie gesagt hätte, oh Gott, ich muss schlafen gehen, habe keine Zeit mehr zum Kochen. Ja, mal gucken. Die nächsten 5 Kilometer sind ereignislos durch den Wald. Das ist ja nichts, was mich irgendwie stören würde. Und hinterm Dobel, da beginnen dann langsam, wenn ich das richtig interpretiere. Ich darf euch die Karte übrigens nicht allzu sehr in die Kamera halten wegen Urheberrecht, aber ich versuche es euch nochmal einzublenden, so gut das geht. Jedenfalls hinterm Dobel. Ja, nochmal weiterblättern. Weithausleplatz. Kommt dann irgendwann auch der Kaltenbronn. Wobei das wirklich noch ein ganzes Stückchen gehen wird, bis ich da bin. Aber am Kaltenbronn gibt es erstens mal ein schönes Infozentrum, das ich mir eigentlich gerne angucken wollte. Da finde ich dann wieder Zeit, aber sowas musste man mitnehmen. Da war ich zwar schon, aber macht nichts, würde ich mir gerne nochmal angucken. Und danach kommt's Holomoor. Und das ist natürlich auch was Tolles. Das ist ein Moor. Yeah. Da war ich erst einmal, obwohl ich in der Nähe wohne. Und ich war ganz oft im benachbarten Wildseemoor. Da war ich schon häufiger. Aber das Holomoor habe ich mir noch gar nicht so genau angeguckt. Das ist relativ klein. Also so viel gibt es jetzt auch wieder nicht zu sehen. Da werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein längeres Päuslein einlegen und euch auch noch mal ein bisschen was zum Moor erzählen. Versuche mich aber kurz zu fassen. Das ist so ein bisschen der Plan für heute. Vielleicht dann hinterm Holomoor da irgendwo mal drüber nachdenken, ob man dann finito macht.
Kaltenbronn ist so ein bisschen hinter Kilometer 40. Ich bin ja jetzt bei Kilometer 16. Das sind 24 Kilometer. Ja. Dann vielleicht noch weiter bis zu 45 Kilometer. Da ist dann der Hohe Drahberg, wer das mal nachgucken möchte. Vielleicht komme ich sogar noch bis zu den Latschik-Felsen, da gibt es dann auch eine Hütte. Zumindest könnte man dann in der Nähe der Hütte sein Lager aufschlagen, dass man die Hütte noch ein bisschen mitnutzen kann. Oder ich bin frech und quartiere mich wirklich in der Hütte ein. Ist halt praktisch, dann braucht man nicht so viel Zeug aufbauen, dann braucht man am nächsten Tag nicht so viel zusammenbauen. Ich bin faul, was sowas angeht. Ich mache es natürlich irgendwo, muss man es ja machen. Ich mache es auch irgendwo gerne, aber ich bin da immer langsam. Ich denke mir dann immer, im Wald haben wir ja Zeit. Und das ist ja auch so. Und außerdem habe ich Urlaub. Von daher, gut, dann werde ich jetzt mir mal was zu frühstücken richten. Eine Runde aufräumen, nicht wundern, ich habe jetzt kurz die Jacke an, ist doch ein bisschen frisch. Ich mache mir jetzt erstmal so ein bisschen Stapelchen, Häufchen-System, damit ich weiß, was wohin gehört. Hier außerhalb vom Bild, das ist Zeug, was ich einfach in die Hosentasche stecke. Das habe ich gern direkt in der Tasche. Das hier ist nämlich jetzt der Haufen mit Zeug, das in die Gürteltasche soll. Und gut, da ist sie auch. Dann können wir das alles nämlich gleich schon so einigermaßen, so gut das halt eben geht, einräumen. Na, jetzt. Das liegt noch ganz gut, das Erste-Hilfe-Paket. Da kommt dann hier kommt die Tasse rein. Da ist ja so ein extra kleines Fach. Das hier ist ja mein EDC. Daraus habe ich gestern entnommen etwas Schnur, weil ich sie gebraucht habe, weil ich zu blöd war im Eifer des Gefechts bzw. in meinem müden Zustand die eigentlichen Schnüre für die Plane zu finden. Aber sowas ist ja nicht schlimm, wenn man weiß, wo man noch Ersatzausrüstung hat. Firesteel, der kommt hier auch in die kleine Bereitschaftstasche. Und da habe ich, das habe ich auch beim Packen nicht gezeigt, hier noch so ein Anti-Hund. Das ist auch tatsächlich wirklich ganz, ganz, ganz primär. Also ich garantiere euch, es ist wirklich dafür gedacht, Anti-Hund zu sein, weil ich habe es halt nicht so mit Hunden und das wissen die und deshalb haben die es auch nicht so sehr mit mir. So, das war eine Ersatzbatterie fürs Licht, denn das Licht kommt da auch rein und da haben wir noch eine zweite Ersatzbatterie, hoffe ich zumindest, dass das die war.
wie gesagt, hier meine Lampe. Das ist ein bisschen problematisch bei dem Ding, ist, dass die so einen Druckschalter hat. Damit kriegt man sie zwar leicht an, aber sie geht auch gerne mal von alleine an. Deshalb muss man da aufpassen beim Verpacken, dass man sie so verstaut, dass sie bitte nicht von alleine angeht. Das ist dann doch eher etwas nervtötend, wenn das passiert. Weil dann sind nämlich irgendwann die Batterien leer und man hat es ja nicht mitbekommen. Ist mir schon passiert. Ich spreche da aus Erfahrung. So, dann wäre das Täschchen fertig. Diese Tasche hier ist quasi das Kameramagazin. Da muss ich jetzt noch neue Ersatzakkus reintun. Ja, hier, das ist so ein Ersatzakku-Päckchen. Sind natürlich einigermaßen wasserdicht verpackt. Und da ist auch noch eine zusätzliche Speicherkarte dabei und eben noch zwei Akkus. Davon gibt es aber noch mehr. Das ist jetzt nicht, dass ich nur 4 Akkus dabei hatte. Ich habe 6. So, Birkenrinde können wir auch hier reinmachen. Das ist Müll, den machen wir hier in das kleine Ready-to-Use-Täschlein bis zur nächsten Mülltonne. Ich kann nämlich schon davon ausgehen, dass ich hier genügend Mülltonnen finden werde am Westweg. Trotzdem, im Prinzip kann ich all meinen Müll auch wieder mit nach Hause nehmen. Also daran würde es nicht scheitern. Wenn ich aber eine freie Mülltonne finde, in der nicht schon was drin ist. Hier sind schon die ersten zwei Heringe, die lege ich mir mal da bereit. Ja, und dann sollte in dieses Paket noch mein Handtuch, mein Waschlappen. Das ist deswegen, falls ich unterwegs irgendwie spontan eine gute Gelegenheit finde, noch ein bisschen Körperpflege zu betreiben. Hier ist keine, weil hier habe ich keine Wasserstelle. Zähne putzen tue ich nachher noch, aber das war es dann auch für heute Morgen. Und das Schemeck gehört hier noch rein. Und natürlich eben auch die Tasse, aber die ist ja gerade noch in Verwendung, weil ich noch nicht aufgegessen habe. Die werde ich mir dann noch schnell reinpacken.